Für Touristen ist der Karnak-Tempel ein Hauptanziehungspunkt in Ägypten. Aber innerhalb des Karnak-Tempels wird es wohl keinen Touristen gegeben haben, der nicht schon am Heiligen See war. Und nur einen Steinwurf vom Heiligen See entfernt befand sich bis zum Jahr 2014 ein sehr beliebtes Café. Es war stets besetzt bis auf den letzten Platz und zu einem erschwinglichen Preis konnte man im Schatten Cappuccino, Kaffee, Cola und vieles andere mehr zu sich nehmen. Der Einbruch des Tourismus in Luxor führte dazu, dass schließlich das Café leer stand und im Jahre 2016 ausgeräumt wurde und nur noch die Hülle dieses Cafés übrig blieb. Schade. Und dann ist doch noch ein Wunder geschehen. Das Karnak-Café, lange Zeit verwaist, hat im neuen Glanz eröffnet und sieht schöner denn je aus. Wir wollen hoffen, dass das ein gutes Zeichen dafür ist, dass sich der Tourismus bald wieder beleben wird.